Ich bin's, Prinzessin Emmy. Ich bin Emmy, 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 Emmy von Candice. Ich zeig dir meine Welt. Ich bin Emmy, 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 Emmy von Candice. Komm doch einfach mit in meine Welt. Unser Königreich hat Berge, Felder und ein Meer. Ich bin eine echte Prinzessin. Doch das interessiert mich gar nicht so sehr, denn ich kann mit meinen Pferden sprechen. Komm, Emmy, wir reiten aus! Oh ja, Cäsar! Und komm ich mal nicht weiter, dann weiß eines sicher Rat. Das weiß ich genau. Ich liebe mein Leben hier in Candice. Unsere Farbe ist Ich bin Emmy, 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 Emmy von Candice. Ich zeig dir meine Welt. Ich bin Emmy, 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 Emmy von Candice. Komm doch einfach mit in meine Welt. Emmy, 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 Emmy von Candice. Ich zeig dir meine Welt. Ich bin Emmy, 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 Emmy von Candice. Komm doch einfach mit in meine Welt. An den Ball von Carolus Fortus. O du runder, himmlisch leichter. Was? O du runder? Ja, ist schon ein bisschen komisch, oder? Was ist daran bitte schön komisch? Ich finde es ganz wunderbar. Na, ein Gedicht über einen Ball? Eine Ode. Na schön, eine Ode über einen Ball. Und diesem Carolus Fortus fällt zuerst ein, dass ein Ball rund ist? Ich muss doch sehr bitten, Carolus Fortus ist unser Nationaldichter. Und seine Verse sind vollendete Poesie. Himmlische Poesie? Ganz recht, Frau Linde. Fang doch bitte noch mal von vorn an, Emmchen. Okay. O du runder, himmlisch leichter, der von Hand zu Hand du schwebst, du in Anmut unerreichter, fast so scheint mir, dass du lebst. Diese Ode an den Ball hatte Emmy für die Schule auswendig gelernt. Heute, am letzten Tag vor den Ferien, hat sie sie vor der Klasse vorgetragen. Und nun wollen Carla und Karl die Ode des großen Dichters von Candice auch einmal hören. Mit leuchtenden Augen lauschen sie verzückt, ebenso wie Frohlinde Schnuck. Diese Anmut gibst du weiter an die Werferhände ganz. Und das Spiel wird leicht und heiter wie ein wunderschöner Tanz. Bravo, Emmy! Bravo! Hast du das gehört, Karl? Wie ein wunderschöner Tanz. Ich fand schon immer, dass ein Ballspiel auch ein Tanz ist. Darf ich bitten? Leicht und heiter. Ach, wenn ich an das letzte Pokalendspiel denke... Ich habe endlich eine Idee. Ich habe auch eine. Hat die auch was mit der Ode an den Ball zu tun? Na klar, das wird das Geschenk zum Krönungsjubiläum. Was höre ich da? Es geht um das Krönungsjubiläum. Ja, wir haben eine Idee. Und wie es aussieht, ist es die gleiche. Ganz im Einklang mit Thomas Knüller. Ein Pas de Deux. Ein Doppelpass. Sie springt. Steinschweiger schießt. Er fängt sie auf, schwebend leicht. Und zack geht der Ball ins Netz. Ja, das Krönungsjubiläum. Das bereitet Emmy und Moritz schon eine ganze Weile Bauchschmerzen. Das heißt, nicht das Jubiläum selber, sondern die Frage, was sie ihren Eltern schenken sollen. Im Königreich Candice ist dieses Jubiläum etwas ganz Besonderes. Alle Einwohner feiern ihre Königin und ihren König mit einem Staatsakt auf der Festwiese am Rande des Städtchens Cocolores. Ein Traumtor, Anmut. Na los, Emmy, erzähl du zuerst. Aber nun, meine Lieben, muss ich gestehen, ich habe einen königlichen Hunger. Da trifft es sich gut, dass ich das Mittagessen schon vorbereitet habe. Ich erzähl's dir nach dem Essen. Wenn wir alle beim Tischdecken helfen, geht's schneller. Ja. Nach dem Essen habe ich Fußballtraining. Dann heute Abend. Okay. Emmy, Moritz, ihr auch. Wie? Was? Tischdecken. Ja, ja. Sind schon da. Was gibt
es denn, Fräulein? Gemüsequiche à la Candies. Mit kandierten Kirschtomaten? Selbstverständlich. Köstlich. Nach dem Mittagessen bricht Moritz zum Fußballtraining auf, während Emmy zum Stall hinabläuft. Sie muss unbedingt ihren Pferden von ihrer Idee erzählen. Und die sind genau die richtigen dafür. Sie stehen Emmy stets mit Rat und Tat zur Seite. Emmy versteht nämlich, was sie sagen. So wie sie alle Pferde verstehen kann. Das ist ihre ganz besondere Gabe, von der nur ihre Oma Erna und ihr bester Freund David wissen. Was, Emmy? Dir ist endlich was eingefallen? Das ist ja toll! Ja, Sunny! Und Moritz hat wahrscheinlich die gleiche Idee. Oh. Nun spuck's doch schon aus! Geduld, Fernando! Also Geduld und Fernando, das passt nicht ganz zusammen. Das liegt an meinem spanischen Temperament. Du bist aber kein Spanier, wenn ich dich erinnern darf. Eigentlich heißt du Ferdinand. Ja, aber der Name geht gar nicht. Jetzt werde ich langsam ungeduldig. Emmy, du weißt also, was du deinen Eltern schenken willst? Genau. Ich habe da vorhin so ein Ballgedicht vorgetragen. Und das möchtest du auf der Jubiläumsfeier aufsagen? Nein. Eins nach dem anderen, Fernando. Ja, ja. Nach dem Gedicht haben meine Eltern geschwärmt. Vom Ball, vom Ballett. Und deshalb werde ich Ballett tanzen. Das ist ja bezaubernd. Und was macht Moritz? Der tanzt natürlich mit. Und die Idee soll Moritz auch? Bestimmt. Könnt ihr denn Ballett tanzen? Noch nicht. Wir werden Unterricht nehmen. Und ich weiß auch schon bei wem. Gertrude Zwickelmeier. Oh, warte mal. War das nicht diese alte Schreckschau? Ich meine, diese alte Dame? Die, die Emmy damals auf ihren ersten Ball vorbereitet hat, genau. Sie war aber nicht besonders nett. Am Ende haben Emmy und sie sich aber zusammengerauft. Daran erinnert sich Emmy nur zu gut. Zwischen den beiden hatte es ganz schön gekracht. Frau Zwickelmeier ist schon recht betagt und vertritt ziemlich altmodische Ansichten. Am Ende war sie aber von ihrer Tanzschülerin Emmy begeistert. Aber wie wollt ihr Unterricht nehmen? Ich meine, ohne dass deine Eltern was mitbekommen. Die sind 2 Tage auf einem Staatsempfang in Plumplorien. In der Zeit üben Moritz und ich im Ballsaal. Ich sehe dich schon als prima Ballerina über den Boden schweben. Begleitet von dem primo Ballerino Moritz. Moritz als primo Ballerino? Was ist daran so komisch? Ich glaube nicht, dass Ballett so sein Ding ist. Er liebt Fußball, so wie ich. Ja, aber hier geht's nicht um Fußball, sondern um Ballett. Und genau das ist das Problem. Ballett ist eher ein Geschenk für Emmys Mutter. Wieso? Wenn Mama ins Ballett geht, ist Papa immer dabei. Ich glaube, das macht er ihr zuliebe. Bestimmt nicht. Papa mag Ballett. Ballett mag jeder. Mhm. Ein Fußballspiel ist Emmys Vater garantiert lieber. Mann, Fernando, jetzt mach doch nicht alles schlecht. Ich mache nicht alles schlecht. Ich sage nur, wie es ist. Wie du glaubst, wie es ist. Ich finde Emmys Idee super. Aber nur für Emmys Mutter. Gar nicht. Und Moritz denkt bestimmt genauso. Da bin ich gespannt. Erst nach dem Abendessen finden Emmy und Moritz Zeit, ihre Ideen auszutauschen. Dazu ziehen sie sich in Moritz' Zimmer auf dem Dachboden zurück und setzen sich auf sein Hochbett. Ein Space Shuttle, das mit dicken Ketten von der Decke herabhängt. Dort sprudelt Emmy gleich los und erzählt von ihrer Idee. Ein Ballett? Ist das nicht cool? Naja. Daran hast du doch auch gedacht, oder? Eigentlich nicht. Woran dann? An ein Fußballspiel. Oh, du nicht auch noch. Ich habe auch schon mit meiner Mannschaft gesprochen. Und? Die finden das super. Ansgar hatte auch gleich eine Idee, wie wir das machen. Aha. Wir teilen die Mannschaft durch 2. Ich bin der Kapitän der einen Hälfte und du die Kapitänin der anderen. Und dann? Dann machen wir ein Showfußballspiel. Mit Tricks und so. Die bringen wir dir bei. Nee, das mache ich nicht. Aber ich soll Ballett tanzen. Ja, weil das die bessere Idee ist. Du hast doch gehört, wie Mama vom Ballett geschwärmt hat. Ja, und Papa hat vom Pokalendspiel geschwärmt. Was? Ich denke nach. Und was denkst du? Ich denke, jeder macht was alleine. Du spielst Fußball und ich tanze Ballett. Das ist doof. Wir wollten doch was gemeinsam machen. Aber das klappt ja nicht. Okay. Also jeder macht seins. Dann wird eben Ansgar der Kapitän der anderen Mannschaft. Und ich tanze ohne dich.
Das hätte jetzt fast einen Streit gegeben. Aber nun haben die beiden ja einen Kompromiss gefunden. Vor dem Schlafengehen erzählt Emmy ihren Pferden davon. Oh, schade. Du und Moritz zusammen, das hätte toll ausgesehen. Eine kickende Emmy hätte auch toll ausgesehen. Ja, aber das ist jetzt das Vernünftigste. Das klingt aber gar nicht nach dir. Wie klingt es denn so oberlehrerhaft? Vernunft ist langweilig. Finde ich auch. Vernunft ist trüb und grau. Und ich mag es bunt und fröhlich. Vor allem klingt's nicht nach cooler Action. Na toll. Habt ihr eine bessere Idee? Ihr tanzt zusammen Ballett. Nee, Sunny. Wenn, dann spielen sie zusammen Fußball. Seht ihr? Ihr habt auch keine bessere Idee. Und so treffen Emmy und Moritz unabhängig voneinander ihre Vorbereitungen. Am nächsten Tag bricht Moritz nach dem Frühstück zum Fußballplatz auf. Emmy will gleich Frau Zwickelmeier anrufen. Sie geht hinauf zur Galerie, wo das Telefon steht. Aber dort laufen Carla und Karl ständig hin und her. Wie so oft bei einer Reise sind sie reichlich spät dran. Carla, Schatz, Beeilung! Sebastian April wartet schon unten im Wagen. Hast du inzwischen deinen kobaltblauen Mantel eingepackt? Ach, verflixt, der hängt noch im Schrank. Oh, entschuldige, Emmy, aber ich habe es sehr eilig. Schon okay. Hast du deine Krone, Carla? Die habe ich auf dem Kopf. Nicht das kleine Krönchen, die Krönungskrone. Die ist noch unten in der Vitrine. Ist sie nicht. Ich habe sie längst in den Schmuckkoffer gepackt. Du bist ein Engel, Fräulinde. Oh, Emmy, steh doch nicht immer im Weg rum. Ja, tut mir leid. So, der Mantel ist eingepackt. Emmy. Also, Emmy, morgen Abend sind wir rechtzeitig vor dem Krönungsjubiläum wieder da. Ja, viel Spaß. Spaß? Also, da kann ich mir wirklich Spaßigeres vorstellen als diese endlosen, plumplorischen Staatsempfänge. Karl! Der ist doch wahr. Endlich. Emmy wählt die Nummer von Frau Zwickelmeier. Die geht auch gleich ran. Und Emmy erzählt ihr von ihrer Idee. Die Tanzlehrerin ist begeistert. Großartig! Das hätte ich nicht von dir erwartet, mein Kind. Wieso? Ballett ist doch was Tolles. In der Tat gibt es nichts, was dem Balletttanz an Anmut gleicht. Aber... Aber? Na, um dorthin zu gelangen, ist ein eiserner Wille erforderlich. Balletttraining ist harte Arbeit. Ja, na klar. Wenn du bereit bist, diese auf dich zu nehmen... Bin ich. Nun gut, wann wollen wir beginnen? So schnell wie möglich. Ich könnte in einer Stunde bei dir sein. Wir trainieren doch im Ballsaal. Ja, klar. Es ist nun mal der einzige Raum im Schloss mit einer akzeptablen Größe. Und den haben wir ganz für uns allein. Ausgezeichnet. Oh, ist das ein Hundewetter. Oh, ich muss auflegen. Dann bis in einer Stunde. Alles klar, Frau Zwickelmeier. Zwickelmeier? Du hast mit Frau Zwickelmeier telefoniert? Ja. Willst du noch mal Tanzunterricht nehmen? Ich? Nein, aber Ansgar hat vielleicht Interesse. Ansgar? Aus Moritz' Klasse? Genau. Ich dachte, der interessiert sich nur für Fußball. Nicht nur. Na, sowas. Oh, ich muss mich beeilen. Wo ist denn nur der Schirm? Die Schirme sind wie immer unten im Schirmständer. Natürlich, im Schirmständer. Puh, fast wär's das gewesen mit der Überraschung. So, hier ist einer. Danke, Fräulinde. Das ist der reinste Wolkenbruch da draußen. Ja, aber nun, husch, husch, bin ja schon weg. Tschüss. Tschüss. Die Zeit bis zu Frau Zwickelmeiers Ankunft nutzt Emmy, um sich ein bisschen hübsch zu machen. Die Tanzlehrerin legt nämlich Wert auf ein gepflegtes Äußeres, wie sie immer sagt. Und so wäscht Emmy sich die Hände, zieht ein Kleid an und bürstet sich die Haare. Dann eilt sie hinab in die Halle. Oh, Emmy, ein Kleid. Erwartest du Besuch? Frau Zwickelmeier kommt gleich. Hat das etwas mit deiner Idee zu tun für das Krönungsjubiläum? Ich tanze Ballett und Moritz trainiert für ein Show-Fußballspiel. Jetzt? Bei dem Regen? Da ist sie ja. Die fährt immer noch das olle Auto. Das ist ein echter Oldtimer. Na, ich geh mal. Hier, nimm den Schirm mit. Ah, danke. Sonst bist du in Sekunden nass bis auf die Haut. Boah, das ist echt heftig.
Hallo, Frau Zwickelmeier. Oh, guten Tag, Emmy. Ach, ganz adrett ist die Prinzessin heute. Danke. Hilfst du mir bitte mit den Koffern? Na klar. Oh, was ist denn da drin? In dem einen ist mein Grammophon. Ach, den alten Plattenspieler gibt's noch? Er hat mir jahrzehntelang treue Dienste erwiesen. Und was ist in dem anderen Koffer? Das wirst du gleich sehen. Emmy hilft der Tanzlehrerin, die beiden Koffer in den Ballsaal zu tragen. Sie muss ein wenig schmunzeln. Die alte Dame hat sich seit ihrer letzten Begegnung kein bisschen verändert. Frau Zwickelmeier ist lang und hager, hat eine hochgetürmte Frisur und trägt eine strenge Brille auf der Nase. Sie hat bereits Carla Tanzunterricht gegeben und sogar Emmys Oma Erna. Ganz bestimmt, denkt Emmy, hat sie damals schon dieselbe Frisur gehabt. Wo soll der Koffer hin? Ich stell ihn hier auf dem Boden ab. Wir beginnen mit Schritt 1, dem Einkleiden. Ui, da sind lauter Ballettsachen drin. Ich nehme an, dass du so etwas nicht besitzt. Leider nein. Das hier dürfte dir passen. Ein kurzes rosa Kleidchen. Man nennt es Tütü. Tütü? Das klingt ja lustig. Das Wort kommt aus dem Französischen. Französisch ist überhaupt die Sprache des Balletts. Aha. So, du brauchst auch noch Ballettstrumpfhosen und Schläppchen. Ja, die hier dürften dir passen. Super, danke. Na komm, zieh dich um. Kurz darauf steht Emmy in Ballettkleidung vor einem der Spiegel im Ballsaal und bewundert sich darin. Wunderschön sieht sie aus. Wie eine kleine prima Ballerina. Entzückend. Nur mit den Haaren müssen wir uns etwas einfallen lassen. Die habe ich extra gebürstet. Ja, das ist ja auch lobenswert. Aber beim Ballett tragen die Damen einen Zopf. Sonst fallen dir beim Tanzen die Haare ins Gesicht. Für einen Zopf sind meine Haare zu kurz. Ja, aber ich habe hier auch noch ein paar Spänkchen. Oh, da sind auch ein paar in Rosa dabei. Passend zum Tütü. Damit stecke ich dir jetzt die Haare zurück. So, noch die andere Seite. Das dürfte halten. Und jetzt geht's los mit Tanzen? Oh nein. Zuerst musst du deine Muskeln aufwärmen. Und dann machen wir Grundübungen an der Bar. An der Bar? Sowas haben wir hier nicht. La Bar heißt auf Französisch die Stange. Ah, das habe ich schon mal gesehen. Eine Stange an der Wand. Aber sowas gibt's hier auch nicht. Dann nehmen wir das Fensterbrett. Zunächst macht Emmy Aufwärmübungen auf dem Boden. Sie sitzt aufrecht mit gestreckten Beinen, neigt die Fußspitzen vor und zurück, beugt den Oberkörper mal nach links und mal nach rechts. Das ist ganz schön anstrengend. So, oh, nochmal. Ein bisschen tiefer geht das aber noch. Oh, reicht das nicht langsam? Ja, ich denke, deine Muskeln müssten jetzt warm sein. Oh, mir ist total heiß. Sehr gut. Nun stellst du dich hier an das Fenster. Die linke Hand auf das Fensterbrett. Okay. Ballett wird in gestreckter Haltung getanzt. Stell dir vor, du wärst eine Marionette und oben am Scheitel an einem Faden aufgehängt. So? Noch mehr strecken. Po rein. Bauch rein. Atmen nicht vergessen. Atmen geht nicht mehr. Nicht den Brustkorb zusammenpressen. Der bleibt ganz weit. Ach so. Und nun gehen wir die Positionen durch. Positionen nennt man die Grundhaltungen beim Ballett. Es gibt 5 davon. Und Frau Zwickelmeier geht mit Emmy eine nach der anderen durch. Die Füße noch mehr nach außen drehen. Noch mehr? Ja, aber immer von der Hüfte aus. Die Fußspitzen nicht weiter ausgedreht als die Knie. Anfangs zwickt und zwackt das ein wenig. Ich finde das Zwickelmeier-Klärt. Wie bitte? Nichts, nicht. Jetzt stehst du in der dritten Position. Kommen wir zum Port de Bras, der Armhaltung. Mit den Armen muss ich auch was machen? Du tanzt mit dem ganzen Körper.
Aber ich tanze doch gar nicht. Ich stehe hier nur so verdreht rum. Beim Tanzen befindest du dich immer in einer der 5 Positionen. Die werden durch Schritte miteinander verbunden. Oh ja, wir machen endlich Schritte. Ja, gleich. Aber erwarte nicht, dass du in der kurzen Zeit ausgefallene Kapriolen und Pirouetten lernst. Okay. Darf ich mich jetzt wieder auseinanderdrehen? Bitte schön, mein Kind. Oh, ja. Braba. Was ist mit Barbara? Aber nein, Braba heißt Arme nach unten. Emmy hat sich nun erst einmal eine Pause verdient. Danach übt sie mit Frau Zwickelmeier ein paar einfache Schrittfolgen. Doch auch die sind wieder ganz schön anstrengend und ein bisschen schmerzhaft. Emmy beißt tapfer die Zähne zusammen. Nach den Grundübungen soll es nun endlich ans Tanzen gehen. Als nächstes erarbeiten wir eine kleine Choreografie. Was ist denn das? Im Ballett wird durch die Schrittfolge des Tanzes eine Geschichte erzählt. Und diese Schrittfolge nennt man Choreografie. Aha. Ja, das ist alles hohe Kunst. Die Kunst der Choreografie, die Kunst des Tanzes. Und was für eine Geschichte wollen wir erzählen? Ich dachte an den sterbenden Schwan. Och, das klingt aber traurig. Gerade für ein Krönungsjubiläum. Jede Mutter schmilzt dahin, wenn ihr Töchterchen als sterbender Schwan im Tütü über die Bühne schwebt. Na, wenn Sie meinen. Ich lege mal die Schallplatte auf. Jetzt gewittert das auch noch. Zum Glück sind wir hier im Trocknen. Los, schnell alle rein. Was ist denn da los? Auf dem Hof ist Moritz mit seiner Fußballmannschaft. Der ist so groß, da kann man Hallenfußball drin spielen. Habe ich da gerade Hallenfußball gehört? Ja, aber das kann nicht sein, denn wir trainieren ja hier für das Ballett. Also dann lauschen wir der wunderbaren Musik. Entschuldigung! Moritz und Ansgar sind mit der ganzen Fußballmannschaft auf Socken in den Ballsaal gestürmt. Ansgar hat den Ball mitten in den Saal gekickt und Frau Zwickelmeiers Grammophon getroffen. Und das kippt nun von dem Tischchen, auf dem es gestanden hat. Im letzten Augenblick gelingt es Frau Zwickelmeier, es aufzufangen. Wow, coole Reflexe. Die wäre echt ein super Torwart. Also ich bin empört. Das tut mir leid, ehrlich. Das ist unerhört. Unerhört, Emmy. Ja? Inmitten einer solchen Horde barbarischer Kunstbanausen kann ich nicht arbeiten. Der Unterricht ist beendet. Mit energischen Schritten rauscht Frau Zwickelmeier aus dem Ballsaal. Alle sind starr vor Schreck. Die Fußballer starren betreten zu Boden. Emmy findet als Erste die Sprache wieder und sie ist richtig wütend. Habt ihr einen Totalknall? Was sollte das denn? Wir haben doch nicht gewusst, dass ihr hier seid. Und was wollt ihr hier überhaupt? Naja, der Fußballplatz ist total aufgeweicht vom Regen. Und? Irgendwo müssen wir doch trainieren. Oh, aber nicht im Ballsaal. Hier übe ich Ballett. Ach, deswegen das komische Kleid. Das Kleid ist wunderschön. Das stimmt. Was? Naja, Ballett hat sich ja jetzt eh erledigt. Nein, hat es nicht. Ich muss Frau Zwickelmeier sofort zurückholen. Ich glaube, die fährt da draußen gerade weg. Na toll, das ist alles eure Schuld. Sorry, Emmy. So schlimm ist das auch nicht. Was? Deine Idee war eh nicht der Brüller. Moritz! Ist doch wahr. Papa langweilt sich beim Ballett doch nur. Ach, und was ist mit Mama? Was soll mit der sein? Die langweilt sich bei eurem bescheuerten Fußballspiel. Bescheuert? Hey, jetzt kommt mal wieder runter. Wenn ihr was bescheuert ist, dann dein Ballett. Gar nicht. Das ist nämlich Kunst. Jawohl, Kunst. Klar ist das Kunst. Deshalb ist es auch total langweilig. Oh Mann, ich glaube, da verziehe ich mich lieber. Los, Jungs, Abmarsch. Oh, dann ist das eben so. Dann lass uns Hallo, gehen. Nun ist es also doch zu einem Streit gekommen. Und was für einem. Sonst haben sich Emmy und Moritz nur ein bisschen gekabbelt, aber jetzt werden sie richtig laut. Ansgar schleicht leise aus dem Ballsaal, zusammen mit den anderen Kindern der Fußballmannschaft. Emmys und Moritz' Stimmen schallen bis auf den Hof hinaus.
Das hört auch Frohlinde Schnuck, die dort gerade durch den prasselnden Regen eilt. Das ist doch... Ich höre wohl nicht richtig. Das ist nicht blöd. Dabei wird eine Geschichte erzählt, die aber keiner sehen will. Frohlinde Schnuck ist entsetzt. So hat sie Emmy und Moritz noch nie erlebt. Entschlossen läuft sie in den Ballsaal. Nee, Moritz, deine dämliche Kickerei will keiner sehen. Millionen Menschen auf der ganzen Welt wollen das sehen. Aber dein dämliches Gehopse... Schluss damit! Oh. Frohlinde... Was ist denn in euch gefahren? Moritz findet Ballett blöd. Ist es ja auch. Gar nicht. Frag mal Papa. Und du frag mal Mama, wie sie... Es reicht. Doch wahr. Ich weiß nicht, was für eure Eltern das bessere Geschenk ist. Na, Ballett. Nee, Fußball. Ich sagte, es reicht. Oh. Eines weiß ich gewiss. Was eure Eltern ganz sicher nicht wollen, sind zwei zerstrittene Kinder. Emmy hat angefangen. Ich? Du hast angefangen... Wenn ihr euch nicht wieder vertragt, gibt es weder den Ball noch das Ballett. Punkt um! Nach diesem Machtwort von Frohlinde verlassen Emmy und Moritz grummelnd den Ballsaal. Die Prinzessin läuft zum Stall hinab, denn was sie jetzt braucht, ist der Rat ihrer Pferde. Nachdem sie erzählt hat, was im Ballsaal passiert ist, kann Sunny ihr nur beipflichten. Ich finde, ein Ballett ist genau das Richtige für ein Krönungsjubiläum. Danke, Sunny. Na ja. Was heißt da, na ja? Ganz einfach. Ich finde das nicht. Oh. Und wieso nicht, Fernando? Ich kann Moritz sehr gut verstehen. Bei einem Ballett würde ich mich auch langweilen. Ich brauche Action. Tja, du bist eben ein Pferd fürs Grobe. Wie soll ich das denn verstehen? Du hast keinen Sinn für Kunst, für Anmut, sondern nur für... Ja, für was? Na, für so ein blödes Rumgebäude. Also, das ist doch... Oh oh. Nach den Worten von Sunny ist ganz schön was los im Stall. Ein Pferd nach dem anderen schlägt sich entweder auf Sunnys oder auf Fernandos Seite. Nach kurzer Zeit ist ein handfester Streit im Stall entbrannt. Emmy glaubt ihren Ohren nicht zu trauen. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Mit diesen Worten verlässt Emmy den Stall. Das haben ihre Pferde noch nicht erlebt und es ist plötzlich mucksmäuschenstill. Kopfschüttelnd geht Emmy zurück zum Schloss. Aber schon nach ein paar Metern geht der Streit von neuem los. Frohlinde öffnet besorgt das Küchenfenster. Emmy, was ist denn da im Stall los? Ich weiß auch nicht. Ich sehe mal nach. Ja, blödes Rumgebolze. Ein blödes Rumgehopse, das ist dein Ballett. Ruhe! Oh, was ist denn mit euch los? Ihr habt euch doch noch nie richtig gestritten. Na, wenn Sunny sagt, ich bin blöd. Ich habe nicht gesagt, du bist blöd, sondern dein blöder Fußball ist blöd. Ich werde dir sagen, was wirklich blöd ist. Ja, und zwar euer blödes Gestreite. Oh. Du hast ja recht. Streiten ist wirklich doof. Also dann, entschuldigt euch. Tut mir leid, Sunny. Mir auch. Natürlich ist Fußball nicht blöd. Ballett doch auch nicht. Frieden. Na klar. Frieden. Oh, dann kann ich ja jetzt ins Bett gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Der Streit hat Emmy nachdenklich gemacht. Als sie kurz darauf im Bett liegt und mit ihrem Kuschelpferd Sternchen knuddelt, grübelt sie darüber nach, was da im Stall schiefgelaufen ist. Weißt du, Sternchen... Irgendwie war das genau wie bei mir und Moritz. Moritz hat gesagt, er findet meine Idee nicht so toll. Dann habe ich gesagt, dass sein Fußballspiel bescheuert ist. Dabei ist Fußball gar nicht bescheuert. Und das Streiten war richtig doof. Was sagst du, Sternchen? Du meinst, ich soll mich bei Moritz entschuldigen? Emmy lässt Sternchen nicken. Entschuldigen, das ist das Einzige, was hier jetzt hilft, denkt Emmy. Sie ahnt nicht, dass Moritz in seinem Space Shuttle ein ganz ähnliches Gespräch führt. Zwar nicht mit einem Kuschelpferd, aber mit seinem Roboter, der immer mit im Bett schläft. Ich hätte nicht sagen sollen, dass Emmys Idee nicht so toll ist.
Und das finde ich auch gar nicht. Das mit dem Ballett war echt keine schlechte Idee. Na, Robby, was sagst du? Ja, hast recht. Da ist echt eine Entschuldigung fällig. Morgen früh. Als Emmy am nächsten Morgen die Küche betritt, sitzt Moritz schon am Frühstückstisch und starrt in sein Müsli. Frohlinde bereitet am Herd das Mittagessen vor. In einem Topf blubbert Tomatensoße für Spaghetti à la Candis mit kandierten Kirschtomaten. Morgen. Guten Morgen, Emmy. Hast du gut geschlafen? Nein. Da geht es dir genauso wie deinem Bruder. Echt? Ja, aber das kannst du ihn selber fragen. Hallo, Moritz. Hallo, Emmy. Hast also auch so schlecht geschlafen? Klar. Hey, du, es tut mir echt leid, was ich da gestern alles gesagt habe. Du zuerst. Nein, du. Okay, also, es tut mir leid. Na, mir erst. Ich habe echt fiese Sachen gesagt. Ich auch. Frieden? Frieden. Oh, so ist es fein. Möchte jemand Kakao? Oh, ja. Ja. Emmy und Moritz sind erleichtert, dass sie sich wieder vertragen haben. Beim Frühstück überlegen sie, wie sie ihr Problem lösen können. Und wie sich herausstellt, haben sie diesmal die gleiche Idee. Weißt du, wir können ja beides zusammen machen. Klar, Ball und Ballett. Ach, hast du das auch gedacht? Ja, ist nur die Frage, wie. Ist doch ganz einfach. Wir tanzen und spielen abwechselnd. Aber jeder macht beim anderen mit. Okay, dann tanzt meine Mannschaft auch. Und ich spiele mit Fußball. Super. Tja, nur... Was ist? Ich glaube, da gibt's noch jemand, bei dem ich mich entschuldigen muss. Das glaube ich auch. Gertrude Zwickelmeier. Ja, und die ruft Moritz sofort nach dem Frühstück an. Frau Zwickelmeier ist schnell versöhnt, als sie die Entschuldigung hört. Sie verspricht, sich gleich auf den Weg zum Schloss zu machen. Moritz trommelt seine Fußballmannschaft zusammen. Und kurz darauf treffen sich alle im Ballsaal. Emmy, Moritz, Ansgar und die anderen Kinder der Mannschaft und Gertrude Zwickelmeier. Emmy erklärt ihr, dass es eine kleine Planänderung gibt. Verstehe ich recht? Ihr wollt Fußball und Ballett miteinander verbinden? Genau. Zuerst müssen sie allen ein bisschen Ballett beibringen. Wie? Ich dachte, wir spielen hier Hallenfußball. Nicht nur. Ich soll Ballett tanzen? Wie das gehen soll, ist mir auch schleierhaft. Wie meinen Sie das? Nun, wie du da so rumlümmelst. Was mache ich? Ja, Ansgar, ein bisschen Haltung. Wie? Haltung? Stell dir vor, du bist eine Marionette und oben am Scheitel an einem Faden aufgehängt. Hä? Guck mal, so. Wow, wie toll aus, wie du das machst. Kerzengerade. Und mit Anmut. Ja, Emmy. Ich muss sagen, die Haltung einer Balletttänzerin ist dir bereits in Fleisch und Blut übergegangen. Los, Ansgar, das kannst du auch. Ja, komm schon, hau rein. Okay. Noch ein bisschen mehr. Po rein, Bauch rein. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt, Moritz. Ich lache nicht. Ich, staune nur, wie Ansgar das kann. Dann versetz uns doch mal in Staunen. Los, Moritz, hau rein. Po rein. Bauch rein. Ja, ja. Super, aber das Atmen nicht vergessen. Ausgezeichnet. Eine ganze Weile trainiert Frau Zwickelmeier mit der Mannschaft. Dann findet Moritz, dass nun auch Emmy trainieren soll, und zwar Fußballtricks. Der Koboldkick passt ganz gut zu dir. Dabei schießt du den Ball ganz hoch in die Luft. Ich dachte, du bringst mir den kandierten Fallrückzieher bei. Der ist nur was für Fortgeschrittene. Oh. Na, wenn noch Zeit ist, bringe ich dir den auch noch bei. Ich will Emmy auch was beibringen. Oh ja! Okay. Ich verstehe nur nicht, was diese Kicks und Rückzieher mit dem sterbenden Schwan zu tun haben.
Der sterbende Schwan ist gestorben. Bitte? Nein, ich meine, den gibt's nicht mehr. Das wird jetzt der kickende Schwan. Kickender Schwan? Die glaubt, sie tritt ein Pferd. Oder eher ein Schwan. Also, Frau Zwickelmeier, Moritz und ich denken uns das so. Erst tanze ich ein bisschen. Dann kicke ich ein bisschen. Dann kicke ich ein bisschen. Dann tanzt Moritz mit der Mannschaft. Dann tanzt Emmy mit der Mannschaft. Halt, halt, Kinder. Das ist jetzt, wie soll ich sagen? Ja? Die Grundlagen habe ich euch ja jetzt beigebracht. Aber diese Choreografie erscheint mir recht modern. Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, aber... Aber? Auf meine alten Tage. Kurzum, ich bin da jetzt raus. Ich wünsche euch viel Erfolg bei diesem interessanten Experiment. Und dieses interessante Experiment setzen Emmy, Moritz, Ansgar und die anderen Kinder nun fort. Währenddessen verlässt Gertrude Zwickelmeier kopfschüttelnd den Ballsaal. Wie hat sich die Welt doch seit ihrer Jugend verändert, denkt sie. Ob zum Besseren oder Schlechteren, kann sie nicht sagen. Aber insgeheim muss sie zugeben, dass sie auf das Ergebnis morgen beim Krönungsjubiläum gespannt ist. Nach einem harten Trainingstag berichtet Emmy ihren Pferden von ihren Erlebnissen. Das ist echt super! Ja, Fußball und Ballett in einem, das ist die Lösung. Weißt du, Emmy, ja, da würde ich ja zu gerne mitmachen. Ich auch. Dann mach doch mit. Wie? Hä? Na, mit einem kleinen Pas de deux. Was? Einem Tanz zu zweit. Das ist ja toll. Unsere Zwillingsstuten haben mir ja schon mal Nachhilfe beim Tanzen gegeben. Kara und Lara üben das bestimmt mit euch ein. Spät am Abend kehren Carla und Karl von ihrer Reise aus Plumplorien zurück. Da liegen Emmy und Moritz längst erschöpft, aber glücklich in ihren Betten. Am nächsten Morgen haben sich die Regenwolken verzogen. Eine goldene Sonne strahlt von einem kobaltblauen Himmel auf das Königreich Candis herab. Es ist schönstes Krönungsjubiläumswetter. Nach dem Frühstück begibt sich die königliche Familie mit einer Parade hinab nach Kokolores. Emmy führt auf Sunny ihre 26 Pferde an, gefolgt von einer Kutsche mit Moritz, Carla und Karl. Alle 999 Einwohner des Königreichs haben sich auf der Festwiese versammelt. Als die Parade eintrifft, bricht ein gewaltiger Jubel aus. Die königliche Familie nimmt auf der Tribüne Platz. Dann folgt eine Rede nach der anderen. Als letztes ist ein Vertreter des Stadtrates an der Reihe. Als er geendet hat, stutzen Carla und Karl. Sag mal... Ja, Carla, Schatz? Wo sind denn Emmy und Moritz? Die sind doch immer noch hier. Nein, sie sind weg. Denen war es doch nicht etwa zu langweilig. Ach, das wäre verständlich. Ich meine, das wäre unerhört. Allerdings, ja. Sich einfach von der Tribüne zu stehlen. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit den beiden... Was ist das? Ich dachte, der Stadtrat ist der letzte Programmpunkt. So sollte es zumindest sein. Karl, da unten auf der Bühne. Das ist Emmy. Sieh doch nur, was sie anhat. Ein Töpf? Nee, ein Tutu, ein Tütü. Ja, jetzt kommt sie, die große Fußball-Ballettnummer von Emmy und Moritz. In ihrem rosa Tütü wirbelt Emmy über die Bühne. Alle Zuschauer halten gebannt den Atem an. Dann stürmen Moritz, Ansgar und die gesamte Fußballmannschaft die Bühne. Jawohl! Hab ihn! Hier, das ist meiner! Super! Und jetzt der kandierte Fallrückzieher! Der Trick ist Emmy wirklich gelungen. Sie spielt den Ball Ansgar zu. Der verwandelt ihn gekonnt in einen Koboldkick. Und dann wirbelt alles durcheinander. Emmy tanzt wieder, Moritz kickt den Ball, dann kickt Emmy den Ball zur Mannschaft, die Mannschaft tanzt zusammen mit Moritz. Und schließlich ist es Zeit für den Auftritt von Sunny und Fernando. Chassé, Fernando! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Position 3! Position 4! Die Zuschauer sind völlig außer Rand und Band.
Ein letztes Mal tanzen und kicken sie alle durcheinander. Emmy, Moritz, Ansgar, die Fußballmannschaft und Sunny und Fernando. Dann stehen sie elegant in gestreckter Haltung und Emmy und Moritz rufen: Alles Gute zum Krönungstag! Auf der Tribüne sind Carla und Karl zutiefst gerührt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich, das war ein Wahnsinns-Kobalt-Kick. Ja, und so anmutig. Und der Kokolores-Doppelpass. Im Pas de Deux schwebten sie über die Bühne. Zack, und der Fallrückzieher hat gepasst. Als hätte der Ball Flügel. Das war wirklich eine gelungene Vorstellung. Carla und Karl verlassen die Tribüne und eilen hinab zu ihren Kindern. Doch jemand anderes ist schneller. Also, ich muss schon sagen... Frau Zwickelmeier. Das war... Nun, ich weiß nicht, ob das wirklich Kunst war. Was? Entschuldigt meine etwas verstaubten Ansichten. Natürlich war es Kunst, wenn auch eine recht moderne. Na, hoffentlich. Aber Kunst hin, Kunst her. Ich kann nur so sagen... So etwas gab es ja noch nie. Fußball- und Ballettverein. Sehr experimentell, aber genial. Ja, so etwas Ähnliches wollte ich auch sagen. Kurzum, ihr wart... einsame Spitze! Ihr wart großartig! Dankeschön! Danke! Aber nicht nur wir, oder? Ihr alle! Ansgar, ich hätte gar nicht gedacht, dass du so gut tanzen kannst. Na ja, mit Emmy als Vorbild. Oh, Ansgar, da werde ich ja rot. Das bist du schon. Aber wir wollen auch nicht deine Pferde vergessen. Was für ein Pas de Deux. Ja, der war gar nicht schlecht. Oder, Fernando? Wie Frau Zwickelmeier gesagt hat, einsame Spitze. Alle sind glücklich und zufrieden. Emmy und Moritz zwinkern sich zu. Der Streit von gestern ist längst vergessen. Beide sind mächtig stolz darauf, was sie zusammen auf die Beine gestellt haben. Gemeinsam mit Ansgar und den anderen aus der Fußballmannschaft. Und nicht zuletzt mit Emmys 26 Pferden.